Welcome to the show. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu der neuesten Episode Stricker TV. Diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar ist bei mir der André Gerber. Auf seiner Webseite steht der André W. Gerber. Für was steht das W? Ja, wir behalten spannend, darum dürfen wir es auch nicht verraten. Ah, das ist ja noch, das ist ein bisschen ein Trick, wenn man häufige Namen hat, wo viele andere haben, da findet man einen Buchstaben dazu. Bist du einer von denen? Nein, es hat mal geheissen, der Junge soll nicht so heissen wie der Alte, darum hat es das W noch gegeben. Hat es das gegeben? Ja, genau. Heisst es Wilhelm? Nicht wirklich, nein. Nein, bin ich daneben gewesen. Willst du es nicht verraten? Das behalten das wir doch noch spannend. X wäre spannender. Gut, aber W ist auch interessant, wenn es nicht Wilhelm ist. So oder so, du bist extra von dem weiten Weg angemacht, ich glaube von Kanton Bern. Genau, vom Seeland. Ja, wo genau? Vom Bielersee, von Teufelen. Ja, und du hast drei Stunden hast du eine? Nein, zwei Stunden. Ich hatte keinen Anhänger. Du bist jetzt schnell gefahren. Nein, es hat viel Radar hier bei dir. Das stimmt, ja, genau. Irgendwo mit so Corona. Geld auch wieder reinholen, was jetzt da so grosszügig verteilt. Aber bei dir sind es bis jetzt noch nicht so grosszügig gewesen, habe ich gehört. Nicht wirklich, nein. Ja. Dann, aber bevor wir jetzt da ins Detail tauchen, tue ich schnell, ich weiss, du hast nicht wollen, dass ich zuerst Werbung mache für deine Firma. Ich würde es trotzdem machen. Und zwar hat er eine Webseite auch von seiner Firma. Gelo Gourmet heisst das. Genau. Genau, du verkaufst verschiedene Sachen, hauptsächlich Gewürz und Gewürzmischungen. Genau. Ist das richtig? Bouillon, Sauce, Suppe, Dessert. Alles, was das Herz begehrt. Und da ist dein Lädchen da, wo man sieht, ist das ein mobiler Stand? Also mit dem Stand, den man da sieht, bin ich eigentlich an den Meriten unterwegs. Ich mache etwa 200 Meriten im Jahr. Und hinten dran ist unser Standort, von dort aus arbeite und wohne. Ja, und der Stand ist, du hast das nicht mehrere Stände, du hast immer den gleichen Stand, wo du von A nach B nach C zügeln. Also da ich hauptsächlich selber unterwegs bin, bin ich eigentlich mit meinem Stang unterwegs. Wir haben aber noch Pavillon und haben noch Feestände, die wir noch haben. Mhm. Wo wir können 3-4 Meriten miteinander machen. Und ich habe das richtig verstanden, du tust nicht an den Wochenmärkten auftreten, also deine Sachen präsentieren, sondern mehr so in den also Jahrmärkten, kann man sagen. Genau, richtig. Also, es gibt zwar etwa die Monatsmärkte, die ich mache, aber für mich sind natürlich die interessanten Meriten, wo einmal, zweimal so ein Herbstmerit oder ein Frühlingsmerit oder einfach nur ein Jahrmarkt, wo ist, genau. Interessant sind. Und das Interessante in deinem Fall ist ja, deine Branche, da gibt es ja verschiedene Branchenzweige, sag ich mal, du nennst dich Marktfahrer. Genau, also Markthändler, Marktfahrer. Mhm. Da gibt es natürlich noch die Schausteller. Das sind die Achterbahnen, Berg- und Talbahnen, genau, wo wir Kindheitserinnerung haben. Aber Zuckerwatte wäre wieder Marktfahrer. Ja, also die sind natürlich bei beiden Orten anzutreffen. Oder auch ich war zwischen an den Kilbinen unterwegs, gewesen, also, mhm. Wo die Butch-Autos unterwegs waren und die Riesenrad. Mhm. Und da ist natürlich jetzt momentan nichts. Ja. Ah, und Olma ist so ein bisschen beides. Hey, ob Olma hat Schausteller und Marktfahrer. Das ja, sind fließende Übergänge. Ja, okay, ja. Natürlich so kleine Messine, wenn ich das so darf sagen. Ja, genau. Die einen haben mehr Schwerpunkt auf den Merit und andere mehr Schwerpunkte aufs Vergnügen, kann man sagen. Ja, genau. Es gibt da so eine kleine Differenzierung, sagen wir es mal so. Ja, ja, sehr gut. Und jetzt ist es so gewesen, man hat ja da angefangen, die Unterdrückungsmassnahmen, sage ich nicht wirklich Massnahmen, ich nenne das Unterdrückung. Es ist eine Form von Unterdrückung, die uns passiert ist, nach meiner Meinung. Und da hat uns ja das Geschäft verunmöglicht. Und dann würde ich gerne mal wissen, wie hat dich das überhaupt betroffen? Ich nehme an, ja schon. Und wie hat das ausgesehen, wie du das erfahren hast? Was hat das für dich und deine Firma bedeutet? Ja, es war wie im falschen Film eigentlich, wo es geheiss, am 3.3. ich könnte die Merit nicht durchführen. Da hat es noch nichts von Lockdown geheissen, sondern wir einfach den Merit nicht können durchführen. Angeblich wegen dem Virus, das da rum sein soll. Und von dann an hat es nachher ja, die Merit dann eigentlich nach dies nach immer abgesagt worden. Und im Lockdown ist natürlich klar gewesen, ist alles eingestellt worden. Und wie ist das? Haben die Schausteller und die Marktfahrer, also ich nehme an, Schausteller haben da sehr hohe Fixkosten. Die werden wahrscheinlich die Bahnen zum Teil geleaset haben, oder? Und müssen wahrscheinlich da einen Ertrag aufs Investment abführen, um eben die Leasingraten zahlen. Wie ist das bei den Marktfahrern? Entschuldigung. Also bei den Marktfahrern sind vielleicht die Kosten nicht so intensiv,
Aber nichtsdestotrotz heisst das nicht, dass wir gewisse Leute nicht am Anschlag sind. Also, das heisst, es sind wahrscheinlich ganz viele Kleinstunternehmer auch unterwegs an diesen Ständen. Ja, und vor allem solche, die zum Beispiel die HV aufbessern, weil sie vielleicht zu wenig einzahlen können, die noch müssen etwas zusätzlich reinbringen, die fallen einfach der Stuhlbank. Ja. Du hast ein bisschen das Glück, dass du eine Art wie zwei Standbeine hast innerhalb von dem Vertrieb. Du hast als Vertrieb eben einerseits die Märkte, andererseits aber auch einen Online-Shop, glaube ich, oder? Genau, das ist richtig. Genau. Gott sei Dank habe ich den Online-Job. Mhm. Also, nur dank dem konnte ich mich bis jetzt noch ein bisschen über Wasser behalten. Mhm. Das ja bis jetzt immer noch nicht Kurzarbeitsentschädigung gegeben hat und ich immer noch versuche, dort ja, etwas zu bekommen. Genau, und du hast da eine riesige Auswahl an verschiedenen Gewürzen. Und ist das ein Problem mit dem Verfalldatum am Schluss, dass du schon Sachen vorproduziert hast oder du eher produzieren, wenn es dann auch verlangt wird? Also für mich ist die grösste Problematik natürlich vom Abnehmen. Also ich habe natürlich Rahmenverträge, wo ich muss gewisse Mengen abnehmen muss. Und jetzt kann ich die nicht absetzen natürlich. Also das heisst, ja, ich habe auf der Ware nachher... Quasi das Rohmaterial, Rohstoff. Rohstoffe. Ja. Und jetzt Salz wird nicht so das Problem sein, aber wird es andere Sachen geben, die Verfalldatum haben innerhalb von wenigen Monaten? Oder? Also es hat eigentlich sogar Salz offiziell ein Verfalldatum, leider. Aber ist Salz jetzt schon Millionen Jahre alt? Ja, ich sage auch immer, zum Glück haben wir es gefunden. Damit es kann noch rechtzeitig, ja, bevor es verfällt. Weil es hat anderthalb bis zwei Jahre immer ein Ablaufdatum drauf. Das ist auch das Lebensmittelgesetz, aber wir kennen ja unsere Gesetze. Ja. Genau, nicht alle sind nötig. Mein Vater hat mir schon vor 30 Jahren gesagt, man sollte ein Gesetz einführen, wo heisst, wenn man ein neues Gesetz einführen will, muss man zwei oder drei Gesetze abschaffen. Das wäre sicher gut. Dann entrümpeln. Jetzt ist ja so, mit dem ganzen der Corona-Panikattacke ist ja auch eine Vielzahl an Verfügungen und Gesetzen und so weiter verabschiedet worden. Notstand ist ausgerufen worden. Und du hast dann, ich habe das hier vor mir, auch wollte ein bisschen Geld bekommen, um dich irgendwie entschädigt zu werden. Und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, das jetzt alles so grossartig einzublenden. Kann ich dann mal in einer anderen Sendung mal aufbearbeiten. Aber ich weiss ja noch, die SS, also Simonetta Sommaruga, hat da, ich glaube, als ersten Satz gesagt, wir lassen mich nicht im Stich. Wir lassen sie nicht im Stich. Aber ich glaube, sie hat gemeint, wir lassen uns nicht im Stich, weil die Bundesräte haben ihren Lohn sicher weiterhin und all die Leute, die der Taskforce, die können sicher mehr Geld über, als bevor man die Taskforce einberufen hat. Aber sie hat ja gesagt, wir lassen sie nicht im Stich und sie hat es in die Kamera gesagt und hat damit wahrscheinlich dich und mich gemeint. Ich gehe davon aus, ja. Und ich muss natürlich sagen, ich fühle mich auf das Gänzlichste im Stich gelassen. Also, du hast niemanden, der fähig ist, in diesen Behörden für wirklich zu sagen, was man machen muss. Wie ist das gegangen? Also ich weiss noch, wo das frisch ausgerufen worden ist, hat es geheißen, es sei so überfüllt, es gibt so einen riesen Andrang, dass ich denke, ich tue keinen Antrag stellen, das ist jetzt kompliziert, ich warte noch zu. Meine Treuhänder hat nachher den proaktiven Schritt unternommen. Und jetzt habe ich glaube, mittlerweile schon etwa gegen die 30'000 Stutz oder so überwiesen bekommen. Ich werde aber alles zurückführen, weil ich ein bisschen zu viel verdient haben letztes Jahr. Also das ist ja darum nur ein halber Segen, sage ich mal. Im Gegenteil, es ist sogar noch gefährlich. Ich komme jetzt Geld über, das ich blöd gesagt nicht anlangen sollte, weil ich das wieder mal zurückzahlen muss. Und die Steuern kommen dann auch noch. Bei dir ist es aber anders gelaufen. Gell? Du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du absichtlich auch ein bisschen zugewartet hast, damit, wie du gehört hast, dass Behörden überlastet sind, oder? Ja, ist klar. Also, wie ist das gegangen vom Ablauf her? Kannst du das mal ausführen? Ja, es ist natürlich, als der Lockdown gekommen ist, habe ich natürlich intensivst die Sitzungen verfolgt vom Bundesrat, die Pressekonferenzen, und musste schauen, ja, bin ich überhaupt berechtigt für die Kurzarbeit? Wie sieht das eigentlich aus? Und das war nicht so klar. Ich habe dann am Rechtsdienst angerufen. Dort konnten sie mir nicht weiterhelfen. Es hiess, ja, ihr müsst mit der Arbeitslosenkasse schauen. Ich habe dann der Arbeitslosenkasse angerufen. Und dort hat mir die Dame gesagt, ja, in eurem Fall, so wie es aussieht, gibt es auch nichts, aber schickt mal ein.
Und ich fand, das kann es doch nicht sein. Also, ich wollte ganz klar wissen, für meine Situation als GmbH, Geschäftsführer, Leute, die ich auf Stundenbasis anrufe und Aussendienste, die ich auf Provisionsbasis habe, wie die Situation aussieht. Was muss ich machen, damit dass ich das richtig und genau ausfüllen kann, die Formulare. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt etwa 3 verschiedene Formulare online entdeckt. Ich habe nicht gewusst, welches muss ich jetzt wirklich woher schicken, genau. Wie immer, wenn man nicht mit so Zeug zu tun hat, das ist immer schwierig. Ja? Genau, ich tue in der Küche stehen und Gewürze produzieren und nicht Papierkrieg machen. Und darum habe ich gefunden, ich möchte das eigentlich richtig machen. Und habe gefunden, nein, wenn die Dame sagt, ich soll das einfach einschicken, das kann es nicht sein. Also, man hat ja im Tagesschau gehört, dass die Büros überlastet sind. Die haben ja die Berge von Dossiers gezeigt. Und habe gefunden, ich warte jetzt einfach noch. Es hat ja geheißen, wir können rückwirkend die Sache machen. Irgendwann ist jetzt sogar geheißen, wir müssen keine Voranmeldung mehr machen. Ich dachte, ja, so gut, wunderbar, 3 Monate. Hast ja Zeit, also tue ich doch das ein bisschen später machen. Habe weiter verfolgt, ja, gehöre ich jetzt dazu oder noch nicht. Und habe dann auch noch mit dem Rechtsschutz telefoniert, wo mir dann die Dame gesagt hat, ich habe es gut als Geschäftsführer von der GmbH und auch ganz sicher meine Dame auf Stundenabruf. Ja, und dann hast du Geld zugesprochen bekommen? Ich habe dann das Formular ausgefüllt und habe das dann auch direkt der Arbeitslosenkasse geschickt, wie das mir empfohlen worden ist. Und dann kommt die Arbeitslosenkasse auf mich zu und sagt, ja, ob ich keine Voranmeldung gemacht habe. Und bin aus allen Wochen gegangen und gesagt, ja, dir, nein, aber ich mache das noch, das ist kein Problem. Wenn ihr das noch müsst haben, mache ich das. Und habe dann die Voranmeldung halt nachträglich noch eingeschickt. Und halt, ja, ein bisschen später. Und nicht gerade im März. Und das ist dann akzeptiert worden, natürlich. Ja, also es ist ein Teil akzeptiert worden. Ist. Das heisst, man hat nicht vom Datum, wo ich eigentlich keine Meriten mehr machen konnte, sondern wir hätten das Datum genommen, wo das Schreiben von mir die Voranmeldung eingetroffen ist. Okay, also dann hast du einen Monat oder zwei verloren durch das, oder wie? Ja, also ich habe dann überlegt, ja, was mache ich jetzt? Tue ich jetzt das nehmen? Oder sage ich, nein, das ist nicht richtig, ich will gerne eine richtige Verfügung, oder wie man dem sagt. Und habe das an und für sich nachher beanstandet und habe eine Einsprache gemacht. Und dann hast du ein Preisensystem schnuppern können, wenn ich mich anhöre. Oh ja, da. Das ist unglaublich. Also, wenn man so eine Krise hat und die Leute nicht da sind von den Behörden und so weiter, also, das ist eigentlich immer traurig. Ja. Ja. Und ich habe noch einen Brief vorliegen, der ist dann später erst gekommen. Ist der entstanden am 25. Juni? Das war schon gewesen, nachdem wir auf Bern gefahren sind. Ich glaube, wir haben das einmal organisiert und sind da zu der Frau Sommaruga persönlich vorbeigegangen. Ist das richtig? Wir haben ein paar Marktfahrer, die zusammengekommen sind und haben dann so eine, wie soll ich sagen, die Werbetrommel oder einfach auch uns wollen, bemerkbar machen, wie die Situation eigentlich bei uns ist. Wo eigentlich fast niemand sich bemerkbar gemacht hat. Also ich weiss, ich bin auf dem Bundesplatz gestanden ein paar Mal und dann auch auf dem 6-Leuten-Platz. Und wir waren immer nur ganz wenige Leute gewesen. Und plötzlich hat es dann geheiss, eben da, dass da die Marktfahrer sich wehren. Oder? Und ich sind, glaube ich, mit einem Track über eine längere Distanz. Oder wie ist das gegangen? Kannst ja, du mal erklären, wie das war? Wir haben 50 Fahrzeuge mit Anhänger. Das hat natürlich eine schöne Länge gegeben, wo wir nachher losdüsen ziehen. Und unser Plan war eigentlich, dass wir Marktorte abfahren, wo wir keine Meriten mehr können durchführen, also wo wir Absagen haben bekommen, wo eigentlich unser Verdienst weggenommen worden ist. Mhm. Und dann sind wir Zegerkingen los. Und das hat über Autos, die wir gefahren sind, Richtung Solothurn zu. Und dort haben wir schon die erste Kontaktaufnahme mit der Polizei gehabt. Da Mindestabstand eingehalten, weil der kann 2 Meter. Das wäre nicht so schwierig im Auto, oder? Das wäre also nicht das Problem gewesen. Dort sind wir also wirklich Corona-konform unterwegs gewesen. Aber mein Mary-Kollege hat das Mail gemacht, dass wir durch die Solothurn durchfahren und ein paar Flyer würde abgeben und ein paar Giveaways für die Bevölkerung. Und dann hat die Polizei eigentlich schon die Stadt abgeriegelt gehabt. Unglaublich. Ich mag mich erinnern, wo da in Bern, glaube ich, in der zweiten Woche der Protest, hat jemand, der gegen die Massnahmen war, hat gesagt, sie wolle auch kommen. Sie ist aus dem Aargau gekommen. Und dann ist sie ins Auto gestiegen und bei der Autobahn-Einfahrt im Aargau ist ein Streifenwagen gestanden
Man hat sie angehalten und hat sie gefragt, wo sie hin will. Und dann hat sie gesagt, auf Bern zu einer Freundin. Und dann hat der Polizist gesagt, man muss jetzt nicht auf Bern. Auf Bern muss man jetzt nicht. Und dann ist sie eingeschüchtert, sie ist wieder heimgegangen. Ist unglaublich. Und also euch haben sie quasi die ganze Stadt abgeriegelt, weil ihr mit 50 Autos gekommen sind. Genau. Weil es ist nicht gegangen, es ist nicht darum gegangen, das Virus zu unterdrücken, sondern die Meinungsäußerung. Da ja. Siehst du gleich wie ich, oder? Ja, wir wollten wirklich einfach nur auf unsere, auf unsere Problematik aufmerksam machen. Und dass Sachen, die vergessen gegangen sind, dass man wirklich mal heranschaut. Also, es kann ja sein, dass man in dieser Eile, die man da alles hat müssen machen, gewisse Sachen vergisst. Und ja, dann muss man halt ja, darauf hinweisen, hey, liebe Leute, da ist noch ein Problem. Da müsst ihr nochmal über die Bücher gehen, oder? Mhm. Und unsere Fahrt, die ist dann natürlich vom Bundesbern in Grauholz wirklich, wie soll ich sagen, Hand gemacht worden. Grauholz ist? Das ist die Raststätte, die wir hatten vor Bern, wo wir uns nochmal gesammelt haben. Also die Idee war, dass wir eigentlich alle Fahrzeuge in Bern würde zirkulieren würden. Und das hat man uns untersagt. Also wir haben nicht unsere Fahrt dürfen so weiterführen. Wir haben den Eigenstau bekommen, dass wir drei Fahrzeuge dürfen zwei Runden drehen und ein Fahrzeug, das dürfte schauen, ob wir zu einem Politiker kommen, haben sie uns bewilligt und mehr nicht. Das war in der Zeit, wo wir uns Wandern quasi verbieten wollten, wo man Parkplätze abgesperrt hat, wo man unglaubliche Dinge... Das ist ein paar Monate her, wir haben es fast wieder vergessen und es kann wieder kommen. Die Massnahmen sind immer noch aufrecht, zu einem grossen Teil. Darf ich fragen, sind wir dann mit dem einzelnen Auto irgendwo hingekommen? Bist du dem einzelnen Auto dabei gewesen, oder bist du dann einfach zurückgeblieben auf dem Grauholz? Oder wo? Nein, also es ist so, wir sind dann eskortiert worden mit der Polizei auf das BA-Gelände. Wir haben dort einen Platz, BA, ja, ja. Bern. Berner Messe. Oder? Genau, der BA. Haben wir dort einen Platz gehabt, der für uns reserviert war, dass wir uns sammeln und so weiter. Und die Polizei hat die Marktfahrt dort hergetragen und ich bin dann im Fahrzeug mit, wo wir dann können, ja, vor das Bundeshaus gehen konnten. Und Schicksal war uns eigentlich hold, dass wir tatsächlich Frau Samaruga getroffen haben. Und ich glaube, wenn das der ganze Tross wäre gewesen, hätten wir das Glück auch nicht gehabt. Genau, aber die Hände geschüttelt haben wir nicht können, das war eine Virengefahr. Hat man sich so japanisch zugenickt, oder wie ist das denn gegangen? Nein, es ist so, mein Merit-Kollege, der hat das Glück gepackt beim Shop und hat ihn angesprochen und hat ihr so einen Flyer mit auf den Weg gegeben und hat mit energischen Worten ein bisschen versucht Nachdruck zu verleihen, was hier für einen Skandal eigentlich stattfindet. Wie war Ihre Reaktion auf das? Sehr verhalten. Also das Interessante war schon eigentlich, dass sie kaum etwas hat wollen sagen natürlich dazu. Ich denke, das ist schon normal. Aber ich denke mir... Also im Moment, Politiker, die nichts sagen wollen, ist alles andere als normal. Da würde ich mal zwischen ihnen rufen. Ja, das verstehe ich schon natürlich. Aber wenn sie so auf der Straße angesprochen werden, unerwartet, was sie da nicht ihre... Auch auf der Straße, nicht gerade aus dem Bundeshaus rauslaufend oder so. Das ist wirklich auf der Straße ist das passiert, was sie gerade über den Platz gelaufen ist. Also, ja. Da ist sie sehr überrascht worden natürlich von uns, ja. Ja, also sie hat auf Verhalten reagiert, eigentlich gar nichts gesagt und... Ja, es ist eben wie Politiker manchmal sind, sie erzählen eigentlich nicht wirklich, was dahinter ist und wollen sich auch nicht gross positionieren. Mhm. Gut, und dann war das, ich kann sagen, ein bisschen erfolgreich gewesen, immerhin, dass wir an der Bundespräsidentin von der, oder an der Führer vom Zentralkomitee von der Volksrepublik Schweiz etwas übergeben. Was ist denn passiert? Passiert ist eigentlich nicht viel. Das ist das, was traurig ist. Wir haben natürlich auch Verbände, die beim SECO und so weiter haben ja, geweibelt, geschaut, dass sie unsere Arbeitsplätze können sichern können. Und so wie es aussieht, sind die machtlos. Und wie viel Geld, darf ich fragen, wie viel Geld hast du seit Toten bekommen, seit diesen Massnahmen? No. No null. Franken. Null Franken oder null Dollar? Dollar, Franken. Nichts gekommen. Es ist also nichts, nada. Das ist nicht gegründet, einfach null. Genau, einfach null. Nichts.
Ja. Und wie viele Stunden würdest du sagen, hast du dich mit den Behörden herumgeschlagen, mit dem Formular ausfüllen und herausfinden und aufschreiben? Das ist ein kleiner Rechtsstreit rein da jetzt mittlerweile, oder? Ja, also es ist so, nur schon für den letzten Brief, der 7 Seiten lang war, habe ich 2 Tage gebraucht, um das wirklich sauber zu analysieren. Das ist ja fast ein Zeitdokument, das man später mal einer StrickerTV-Folge zeigen kann, wo er aufgelistet hat, was der Bundesrat während der Medienkonferenzen uns alles, vor allem während der Medienkonferenzen, uns alles versprochen hat. Genau. Übrigens, mir ist gerade gefragt worden, dass ich nicht an diesen Medienkonferenzen bin, dass mal jemand die richtige Frage stellen kann. Das ist ganz geschickt eingefädelt. Ich bin schauen. Vielleicht habe ich falsch informiert, aber wenn ich richtig gelesen habe, heisst das, wenn man will, dort innen sitzen und am Bundesrat können kritische Fragen stellen, dann muss man für ein Medium arbeiten mit einer beträchtlichen Reichweite, was sehr, sehr schwammig formuliert ist. Da wird man schon mal sagen, StrickerTV hat die Reichweite nicht. Und der zweite Punkt, das ist noch relevanter, die Person, die da sitzt, muss mindestens 60% für ihre Arbeitszeit über Bundesbern berichten. Oder? Und das heisst also, so kann man sagen, außer Mainstream, Fake News, wer hat da überhaupt das Geld, um dort hinzukommen, um mal eine richtig kritische Frage zu stellen? Nur, dass die Leute frustriert sind, weil sie meinen, es sollte in Bern sein und Fragen stellen. Ich wäre gerne dort, aber es ist nicht möglich. Gut, und jetzt hast du also 0 Franken bekommen. Was hast du mit dem Geld gemacht? Nein, ernsthaft? Hast du jetzt aufgegeben oder? Aufgeben ist keine Lösung natürlich. Also, darum sage ich immer noch heute zu der Frau Sommaruga, wir müssen zusammen reden, es braucht Lösungen. Und ich hoffe natürlich, dass sie uns nicht wie vor 5 Jahren nur tut für Propagandazwecke, für eine Neujahrsanrede brauchen, sondern dass sie jetzt wirklich mal zu den Marktfahrern und Händlern stehen und etwas unternehmen. Meine, ja, du hast wirklich Pech gehabt. Ich kenne einen Coiffeur in Wil, der hat mehr Glück gehabt. Der hat nach einem ähnlichen Papierkrieg, für nicht ganz so extrem wie bei dir, er hat weniger lang gebraucht. Er hat 64 Franken und etwas, glaube ich, bekommen. Ja, das ist einfach, man kann sagen, wenn man die Wirtschaft an die Wand fährt, dann hat man einfach möglich, hat man einfach sehr viele große Schwierigkeiten, selbst wenn man eine Volksrepublik etabliert, um wirklich dafür zu sorgen, dass gerecht entschädigt wird. Weil Swiss zum Beispiel, das deutsche Unternehmen mit dem weiterführenden Namen, hat, glaube ich, 1,5 Milliarden bekommen, oder? Vielleicht hat er sie die gemeint, wo sie gesagt hat, wir lassen sie nicht im Stich. Ja, ich gehe auch. Oder die 400 Millionen, die ins Ausland gegangen sind, für irgendwelche Leute. Entwicklungshilfe ist, glaube ich, noch gewesen, oder? Ich glaube es irgendwie so. Ja. Ist eigentlich egal. Also, ich finde es eigentlich tragisch, weil viele Kleinunternehmer, zum Beispiel so wie ich, die auch Arbeitsplätze schaffen und die werden natürlich so völlig vernichtet. Aber immerhin die völlig unabhängigen öffentlichen Medien, also Tamedia, Ringier und glaub, die NZZ-Gruppe, die haben glaub, jetzt schon etwa 200 Millionen gesprochen bekommen. Obwohl Ringier zum Beispiel gerade noch vor ein paar Monaten publiziert hat, dass sie das 5. Mal in Folge Rekordgewinn geschrieben haben. Oder? Und da merkt man, die völlig unabhängigen Medien, die nehmen das Geld natürlich gern und lassen sich von dem absolut nicht beeinflussen. Und dass sie so eine Lobhudelei über den Bundesrat ergüssen, Tag für Tag, wie sie Grinden füllen mit dem, das passiert völlig unabhängig. Weil Journalisten und vor allem die hundertfachen Millionäre, die Blätter betreiben, die sind so unabhängig, die sind so reich. Die wird nicht mehr, die wird sich nie bestechen lassen. Die sind auf der Suche nach der absoluten Wahrheit. Oder? Während dem StrickerTV in seinen selbstgestrichten Studios und noch schlimmer im Garten von außen den Sachen nicht berichten, die dann halt einfach irgendwie nur von, ja, das sind halt dann Wirrköpfe, Verschwörungstheoretiker. Du wahrscheinlich bist auch ein Verschwörungstheoretiker, weil du hast gegen Massnahmen oder gegen das protestiert, was läuft. Damit bist du automatisch qualifiziert als ein Impfleugner und ein Corona-Leugner. Hast du da keinen Gewinn bekommen? Vielleicht auch von deinen eigenen wie soll ich sagen, Geschäftsgenossen. Ich meine, es gab noch andere Marktsteller gehabt, und so sind die alle begeistert, was sie da machen. Oder hat es Leute gehabt, die sagen, ihr 50 Leute in 59 Autos, ihr macht einen Blödsinn? Hast du da, ja, es ist natürlich so, wie überall, wo man sieht. Also, es gibt nur noch diese Seite und diese Seite. Also, das heisst, entweder ist man ein Verschwörungstheoretiker oder Corona-Jünger. Und ich finde das eigentlich extrem krank, dass die Leute nicht aufwachen. Ich meine, ich sage immer, was hier abgeht, das ist eine Beleidigung an meine Intelligenz. Weil jeder sieht und kann etwas rechnen. Und ich meine, die schönen Medien, die du da vorhin aufgezählt hast,
die schreiben einmal die Richtung und dann am anderen Tag geht die andere Richtung. Und am besten noch, wenn sie noch beides gleichzeitig schreiben. Also, ja. Aber immer sind die Leute, die es grundsätzlich kritisieren, die sind immer Spinner. Aber sie lassen für jeden 100. Artikel ist dann plötzlich eben, also sie haben einen Monat lang berichtet, Masken bringen nichts. Dann sagt der Bundesrat, Masken bringen etwas und plötzlich bringen Masken etwas. Und wer nachher sagt, Masken bringen nichts, das ist ein Verschwörungstheoretiker und ein Spinner. Es ist der absolute Irrsinn. Es ist der absolute Irrsinn und auch eine Respektlosigkeit von den Medien gegenüber ihren Lesern. Wie hast du das Gefühl, jetzt, du subjektiv, kippt da langsam etwas? Ich denke, wir sind immer noch eine Minderheit, aber wenn ich in die Foren hineingehe, so von den Medien, vor allem am Sonntag, wenn die Zensoren wahrscheinlich nicht arbeiten, da hat man zum Teil schon sehr, sehr harsche Kritik am Bundesrat. Wie würdest du sagen, ist das bei dir gelaufen, in deinem Umfeld? Sind die Leute immer noch gleich gespalten von Anfang an? Oder hat es da eine Verschiebung gegeben, zugunsten oder zugunsten von der Corona-Entspannten? Es ist natürlich schwer zu sagen, weil ich versuche, mich sehr neutral zu verhalten. Aber wenn ich das anschaue, was da wirklich abgeht, gibt es eigentlich zwei Fragen, die wir uns stellen müssen. Und die eine ist, wieso passiert das Ganze? Wieso? Das muss einen Hintergrund haben. Weil ich bin, das ist meine persönliche Meinung, voll überzeugt, dass Corona ist nur vorgeschoben. Wenn man nämlich die Daten und die Fakten wirklich analysiert, du weißt besser, wo die Sterbetafeln zwingen sind, überall im Internet. Wenn man das anschaut und vergleicht mit den vergangenen Jahren, muss man sagen, was haben wir jetzt da geschützt? Wer haben wir geschützt? Also, nein, wir haben den Wirtschaftsboden gefahren, wir haben in dem Sinn etwas in Bewegung gesetzt. Und ich glaube, dort ist nämlich etwas, wo mich fragen lässt, was passiert. Und die zweite Frage? Ich bin noch nicht ganz fertig mit der ersten. Weil die Antwort, du hast schon eine Frage. Was ist die Antwort auf die Frage? Ja. Weil bei der ersten Frage geht es darum, die Länder, die alle mitmachen. Also, überall ist ja genau der gleiche Seich. In Italien, in Deutschland, in Frankreich. Das eine Land ein bisschen schlimmer, das andere ein bisschen weniger. Aber was haben die Länder alle zusammen gemeinsam? Es muss ja gemeinsam einen Nenner geben. Das ist nicht nur der Virus. Sondern es geht darum, dass, wie soll ich das sagen, die Länder, die haben Schulden irgendwo. Italien hat Schulden, Griechenland hat Schulden, Deutschland hat Schulden. Ich bin überzeugt, die Schweiz hat irgendwo Schulden. Ja. 250 Millionen waren es vor der Krise, jetzt weiss ich es nicht. Wo haben die Schulden genau? Wo genau haben die Schulden? Also, wenn wir zwei untereinander Schulden hätten, ich bei dir und du bei mir, dann könnten wir mal ein paar Null streichen. Mhm. Ja, dann sehe ich das mal ein bisschen bereinigt aus. Aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt jahrelang die ganze Sache aufgeblasen. Mhm. Und jetzt irgendwo schwimmt das weg. Und dann muss auch natürlich der Politiker Entschuldigung haben. Und was ist einfach als so ein Virus? Mhm. Wir können ja nichts dafür. Das ist eine These, die ich sage, könnte sein. Weil ich sehe keine Logik dahinter, an dem allem, was sie gebracht haben. Es ist keine Logik. Mhm. Wir haben so viele Spezialisten, Virologen und so weiter. Hey, nicht einmal die sind sich einig. Ich sehe den Punkt. Die Sache ist da, was ich eben auch festgestellt habe, ist, ganz viele sehr intelligente Leute, die sind voll auf dem Paniktrip und die schnaufen das ein und aus jeden Tag. Die glauben das wirklich. Und das sind nicht schlechter gebildete Leute, das sind nicht unbedingt weniger intelligente Leute. Ich sehe, der einzige Unterschied, den ich entdecke, ist der, da ist ein schlimmer als jedes Corona, ein Töffli. Der Franz Holler hat mal gesagt, da weiss man nicht, ist es ein Töffli oder eine Zumutung. Ich bin für zweitens. Auf jeden Fall, man hat den Vater verloren. Das Problem ist, die Leute eben sind so in dieser Panik hinein und so sehr intelligente Leute. Und ich bin zum Schluss gekommen, also ich bleibe immer noch an meiner ersten These fest, wenn es eine Verschwörung ist. Die glaubwürdigste Hypothese ist, es ist eine Verschwörung von Dummheit und Feigheit. Man hat am Anfang wirklich daran geglaubt, vielleicht durchaus gestreut von der Pharma und so weiter. Das kann ja alles sein, das hat man schon mal probiert bei der Schweinepest. Da haben wir so Leute, wo da gehabt, das Ganze gelüftet hat. Und jetzt hat es einfach besser geklappt und dann sind sie außer Rand und Band gelaufen mit diesen Massnahmen. Die Leute sind übertrieben und die Politiker haben nichts zu verlieren gehabt mit strengen Massnahmen. Der Kurz ist gefeiert worden, dass er da quasi, dass aus Österreich wieder mal ein,
ein starker Führer kommt. Mhm. Dann haben die Leute applaudiert, seine Zustimmungswerte sind in den Himmel geschossen und auch der Bundesrat hat nicht gelitten. Oder? Und der Könlein, der Doktor, hat in einem Interview ganz am Anfang von dieser ganzen Epidemie gesagt, es gäbe eben das Problem von der Behandlungen. Sage ich das, dass wenn ein Arzt, der hat ihm gesagt, therapeutischen Nihilismus verbreitet, dann steht er sehr schlechte Karten, weil wenn nachher etwas passiert und der Patient stirbt, und es gibt einen Gerichtsfall daraus, dann fragt der Richter, was haben sie gemacht, und dann sagt der Arzt, nichts, man hätte nichts machen können. Oder? Und dann riskiert er am Schluss noch eine Gefängnisstrafe, seine Lizenz, also seine Zulassung als Arzt zu verlieren und so weiter. Währenddem, wenn er sagt, ja, zuerst haben wir zwei Anti-AIDS-Medikamente gegeben, dann haben wir Cortison gespritzt und dann habe ich noch Hydroxychloroquin probiert und dann zum Schluss noch irgendwie Cortison, was auch immer, noch hinten rein. Und dann stirbt er, durchaus an der Behandlung, dann sagt ein Richter, er hat ja alles probiert. Und das Gleiche kann man mit den Politikern sagen. Wenn man jetzt wie Schweden, wo einfach die Behörden sehr stark sind, vor allem der Tegnell hat da so einen Rückgrat bewiesen, wenn dann dort eine Regierung sagt, wir machen nichts, weil das Ganze ist ein Hoax. Und man ist nicht Weißrussland, sondern eben ein demokratisches Land, wo Panik geschürt wird, dann hat die Politik ein riesiges Problem. Und man darf nicht vergessen, in der gestrigen Sendung kann ich das zeigen. Man hat jemanden, den ich nicht gut kenne, den ich ein bisschen kenne, der Kaspar, selber sehr ein intelligenter Mensch. Und der findet, die Massnahmen vom Bundesrat sind unzureichend. Das müsste strenger sein. Und das zeigt irgendwie auch die ganze verschobene Diskussion. Und darum bin ich eben nicht sicher, ich sage nicht, dass du nicht recht hast. Ich sage nur, ich sehe keine Evidenz. Ich habe nichts, das ich festmachen kann, das ich vorlegen kann und sagen, schaut, das ist ein Beweis. Man findet Indizien, die in die Richtung gehen. Aber es ist zu wenig durchschlagend. Es ist so, es sind ja nur Indizien in dem Sinn. Mhm. Und ich kann nicht sagen, ob ich recht habe oder nicht, aber es gibt... Das Gefühl ist natürlich. Und vor allem, wenn natürlich unsere Politiker selber sich nicht an diese Sachen halten. Also, wenn ich denke, wie war das gewesen? Wo doch der Blick, Martula Blocher hat dran genommen, weil sie mit der Maske war, im Parlament, wo sie doch raus müssen gehen und nur zu den... wie soll ich sagen, zu den Abstimmungen rein dürfen. Genau, das hat man ausgelacht, als Lobby vom Bundeshaus. Genau. Lobby im Bundeshaus und so. Und da muss ich sagen, sorry. Und solche Leute sollen uns, also nicht Martula Blocher, die anderen, sollen uns jetzt können weiss machen, dass jetzt die Maske etwas bringt. Wo zuerst die eigenen Leute in den eigenen Reihen ausgelacht, wo vielleicht, ich sage jetzt mal, wenn das alles wahr ist, wenn das Corona ja würde stimmen, hat die Frau das einzige Richtige gemacht. Und die haben ausgelacht. Also, kann es das sein? Ja, genau. Und eben, wenn ihr den Film «Contagion» gesehen habt, wo es eben darum geht, um Virusverbreitung, da war in der Hitparade, wo Corona-Panik angefangen hat. Dort haben alle Schutzanzüge an, und Masken und Zeug und Sachen. Und jetzt lange plötzlich eine Windel vom Gesicht und gut ist. Genau. Ja. Das ist auch eine faszinierende Entwicklung vom Virus. Oh, er ist grösser, er ist gewachsen. Ja. Damit er nicht mehr, damit er jetzt kann... Eigentlich in den Ping-Pong-Netz. Vor der Fresse. Und der Virus, der ist so fett gefressen jetzt in den letzten 6 Wochen, dass er nicht mehr durch mag. Entschuldigung, so kommt es von vor. Oder so wird wie argumentiert. Es hält nicht alle Viren zurück, aber ein paar davon. Es ist besser, wenn man keine macht. Wer sagt, es gibt Folgeschäden vom Trägen, dass das für Kinder schädlich ist. Für Kinder ist es schädlich, das weiss man. Darum tut man es auch nicht zumuten. Wieso soll es für Erwachsene gesund sein? Oder? Das ist eine andere Frage, die man sich stellen kann. Das ist so. Und was natürlich auch da ist, jetzt hat man bei dieser schlimmen Krise haben unsere Politiker, Bundesräte, Sommerpause gemacht. In einer Krise. Also schon nur das. Überleg dir doch mal, wenn eine Krise ist. Also, wenn ich in meinem Geschäft ein bisschen eine Not habe, dann habe ich nicht Zeit für Ferien zu machen. Dann muss ich parat sein. Wichtig ist auch, wenn wir Krisen haben, zum Beispiel vor ein paar Jahren, wo 1 Million Flüchtlinge auf Deutschland gekommen sind, dann steht eine Bundeskanzlerin an und hat ihren Churchill-Moment. Und sagt, wir schaffen das. Oder? Und der Churchill sagt auch, wir sind unter Beschuss, bleiben ruhig, wir schaffen das. Symbol von einer Krise ist dann, wenn Politiker anfangen, Gelassenheit zu verbreiten. Mhm. Aber jetzt ist genau das umgekehrt. Es wird Panik verbreitet. Und wieso wird sie verbreitet? Weil von allein die Leute alle würden so ruhig rumliegen, wie mein lieber Rugeli. Völlig gelassen wird dort hocken und gar nichts tun, außer auf einem warmen Stein sitzen und warten, dass der Sommer zu Ende geht. Und das passiert eben nicht. Es wird Panik geschürt, nach und nach.
immer mehr und mehr. Und das ist dann das sicherste Zeichen, dass das Ganze einfach ein Blödsinn ist. Man musste die Gesichtswindel erfinden für die ÖV, damit es überhaupt in einem Art Virus stattfindet. Und jetzt wird man es wahrscheinlich noch auf die Läden ausweiten, das ist nur eine Frage der Zeit. Und etwas habe ich prognostiziert. Hast du das gemerkt, wenn ich das ausführen darf? Nachher gerne wieder zu deiner Geschichte. Aber der Bundesrat hat immer, wenn er Massnahmen hatte, die 6 Wochen am Anfang, hat immer noch 2 Wochen angehängt. Oder? Und ich habe gesagt, dass es hätte geheißen, dass Ende September oder Ende August wieder ab 1000 Leute möglich sollten sein, unter Umständen. Und ich habe dort schon eine falsifizierbare Prognose gemacht. Ich habe gesagt, es wird einen Monat später sein. Und jetzt ist es genau einen Monat später. Und wieso habe ich das vorausgesehen? Weil im Oktober ist wieder Corona-Season. Und zwar nicht nur von dem neuartigen Virus. Jedes Virus ist neuartig, sonst kann es sich nicht mehr verbreiten. Weil es mal gewisse neue Sachen hat, sonst sind die Leute immun. Im Oktober bis im Mai ist Corona-Zeit. Das heisst, jetzt können sie alles öffnen. Jetzt können sie die Jahrmärkte öffnen, weil sicher was. Was sie zum Teil trotzdem nicht machen. Aber jetzt nehmen wir mal an, jetzt kommt das alles auf, es gibt ein paar Konzerte, ein paar Fußballspiele. Und dann im November, Dezember kommt die neue Corona-Welle und dann heisst es, wir haben keine Disziplin gehabt. Wir sind sehr, sehr unzureichende Hygienefaschisten gewesen. Wir müssen jetzt wieder unsere Freiheit zurücknehmen, damit nicht mehr wieder alte Leute sterben. Auch Junge kann es treffen, Langzeitschäden und all die ganze Bullshit wieder losgehen. Und darum habe ich das Gefühl, der Mist kann noch sehr, sehr lange dauern. Und meine Frage an dich, was ist dein Gefühl? Das wird noch lange gehen. Und wir stehen eigentlich am Anfang von dem ganzen Scheissdreck, Berndeutsch gesagt. Was Angela Merkel ja so formuliert hat, wir stehen am Anfang dieser Pandemie. Ja. Ich kann mich besinnen, kurz vor der Lockdown war, habe ich, gebe es zu, zwischen gleich mal Blickschlagzeilen gelesen. Und dort habe ich gelesen, dass wir nicht mehr werden wie früher haben. Dass eine keine andere Welt neue wird Normalität. Genau. So solche Aussagen, muss ich sagen, das hat mir Angst gemacht. Ich will nicht eine neue Normalität. Die alte hat mir gefallen. Mhm. Ich meine, die war schon hektisch gewesen und es hat auch Tote gegeben und es hat auch Krankheit gegeben und es hat schlimme Sachen gegeben. Es war auch ein korruptes System gewesen. Immer noch, ja. Aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es jetzt erfahren, wo unser Volksvermögen plündert wird. Wir werden entrechtet. Das Elend schwebt über die Menschheit. Und wir können auch sagen, wir in der Schweiz, wir verarmen auf einem hohen Niveau. In anderen Ländern gibt es Hunger, Elend, Mangelernährung. Da sterben Leute an primitivsten Krankheiten, die sich der Arzt nicht mehr leisten können. All das Zeug, was dort passiert, ist plötzlich einfach kein Thema, weil man mit ums Verrecken 84-jährige Leute, die mehrfach vorerkrankt sind, dazu verhelfen, dass sie 85 werden. Obwohl die Lebenserwartung 2018 zumindest 82,9 war in der Schweiz. Es ist der absolute Irrsinn. Du hast gesagt, die Möglichkeit sei, da muss etwas, dass ich bewusst an die Wand fahren von der Wirtschaft. Wenn das so wäre, glaube ich auch, dass so lange könnte gehen. Und so aus dem Grund, je länger der Shutdown dauert, desto mehr profitieren die Superreichen. Ganz sicher. Also, wieso können gewisse Betriebe arbeiten und andere nicht? Also, einen Markt kann man nicht durchführen, einen Kilby kann man nicht durchführen. Aber ein IKEA oder grosse Häuser, die haben offen. Was sind die grössten Konkurrenten in deinem Gewerbe? Also, was gibt es für grosse Namen? Oswald gibt es, oder? Und also, dann gibt es noch Nico. Das sind Mitbewerber natürlich. Aber ja, was natürlich für uns als Marktfahrer und Marktfahrerinnen ist natürlich die grossen Läden, die natürlich jetzt haben können offen haben die ganze Zeit. Die sogar Magenbrot verkaufen in einem Coop oder Migros. Also, genau. Das Marktfeeling eigentlich in die Läden rein und wir dürfen draussen das nicht machen. Mhm. Obwohl ja von außen die Ansteckung noch viel geringere Gefahr ist. In ganz England hat man, das stand vor etwa 6 Wochen gewesen, im Höhepunkt der Pandemie oder schon nachher, Pandemie. Eine einzige Ausinfektion hat man können anweisen, oder? Eine einzige. Ist eigentlich verrückt, wenn man das denkt, oder? Und theoretisch die Fallzahlen, woher kommen die jetzt eigentlich, was sie da uns tun, wollen weiss machen? Gut, die Fallzahlen sind sowieso ein Witz, weil wenn man mehr testet, hat man mehr Fälle. Voilà. Vorher ist, werden sie krank. Man redet von Infizierten, aber wenn man nicht krank wird, ist man nicht infiziert. Das ist die Definition vom Infiziertsein, dass man krank, dass man Symptome hat. Das ist man einfach, ohne Symptome ist man nicht krank. Oder? Sonst bin ich aber jetzt immer, alle Schüler sind jetzt immer krank. Ja, aber hast du denn ja nichts? Ich habe ein Virus, ich habe
Herpesvirus in mir rein. Ja, ist rausgebrochen? Nein, aber ich habe einen Test gemacht, ich bin positiv. Genau. So wird es unter Umständen weitergehen. Das ist wirklich so. Und darum habe ich wirklich das Gefühl, dass da etwas anderes hinten dran ist. Also, entweder stehen jetzt die Politiker her und reden Klartext reden, in dem Sinn, was wirklich ist. Weil das ist nur, wie soll ich sagen, Farilari-Zeug, das da eigentlich kommt. Ein Hin und Her und das BAG, wie das da so viele Fehler macht, das ist lachhaft. Das sind Behörden, die ganz viel es Geld... Es sind systematische Fehler, wo man nicht mehr von Fehlern reden kann. Da ist wie System dahinter. Das Beispiel nie, dass die Medien können nicht so blöd sein, dass nach 5 Monaten nicht auf die Idee kommen, dass man die Fallzahlen in Relation setzen mit der Anzahl Tests zum Beispiel. Schon mal ein totaler Anfängerfehler. Und wenn eine Schweizer Tagesschau, eine deutsche Tagesschau heute noch von Infektionen redet, obwohl in der Medizin allgemein bekannt ist, dass ohne Symptome man nicht von einer Infektion reden kann, das kann man doch einfach nicht mehr ernst nehmen. Und da ist eben gesagt, die erste Theorie ist jetzt quasi gesagt, die erste Frage, du hast gesagt, es gibt 2 Fragen. Genau. Was ist denn die zweite Frage? Ja, wenn man natürlich jetzt überlegt, wie viel Europa Flüchtlinge aufgenommen hat, man sich den Gedanken macht, wie sollen die Sozialsysteme das eigentlich können tragen? Du kannst nicht immer Leute einnehmen, die nicht in ein Sozialsystem einzahlen. Das geht irgendwann zu Ende. Du kannst nicht aus dem Pott immer noch rausnehmen, du musst ja einzahlen können. Und genau das ist etwas, wo langsam vermutlich auch an Grenzen wird kommen. Also das heisst, ich sehe die Schuldenthematik, die ich gesagt habe, und an und für sich die Sozialsysteme, die jetzt einfach vermutlich an Grenzen kommen. Und jetzt braucht es Entschuldigen. Und das will ja kein Politiker übernehmen. Und darum hat man den bösen Dritten geschafft. Der Virus. Der Virus, genau. Das ist meine These. Ich kann richtig oder falsch liegen. Aber das sind Fragen, die ich eigentlich gerne von diesen Herren im Bundesbären eigentlich beantwortet hat. Du kannst nicht vorstellen, wie gerne ich würde so Thesen formulieren. Ich mache es nicht, du kannst dir das leisten. Ich mache es nicht als Stricker-TV, weil man mich nachher in den Verschwörungstheoretiker tun kann. Dabei mache ich nichts anderes als ermitteln, Ermittlungshypothesen aufstellen, so wie man es halt macht, wenn man will, dann noch Sachen auf die Spur kommen. Ich würde mich jetzt im Moment aber auf das Ende der Massnahmen konzentrieren und darum weigere ich mich da hartnäckig, obwohl ich immer wieder Zuschriften bekomme, Danny, was ist dahinter, was steckt dahinter? Manchmal unter 4 Augen sage ich auch etwas, was ich denke, aber ich mache es nicht öffentlich, weil ich das Gefühl habe, so Debatten verschieben und es gibt wieder Angriffsflächen und es ändert, es tut am Schluss eben Debatten an einen Ort verschieben, wo man gar nicht hinwollen. Ich habe keine Lust, über Bill Gates zu reden, ich habe Lust, über den Bundesrat zu reden, ich habe Lust, über unsere Geschäfte zu reden, über unsere Wirtschaft zu reden, über meine Freiheitsrechte, Freiheit, selber zu wirtschaften, wenn ich möchte, Freiheit, mich zu bewegen, wenn ich möchte, Freiheit, ja, einfach auch ohne eine Windel im Gesicht durch die Welt durchlaufen. Oder? Um eben die Freiheit, nicht an einer Sekte beizutreten und nicht mit Symbol von einer Sekte durch die Weltgeschichte gehen und so quasi öffentlich anerkennen, dass ich den ganzen Hokuspokus irgendwie akzeptiere. Und das ist das Problem, dass, wenn man das machen will, konsequent, ist man zur Eisidelei verdammt. Oder? Man kann den ÖV nicht mehr brauchen, wenn ich habe jetzt ein Auto, wenn man nicht mehr posten kann, muss ich Leute posten schicken. Oder? Wenn ich nicht mehr in die Restaurant ohne Maske, dann kann ich nicht mehr in die Restaurant gehen. Und zwar erreicht es ein Ziel, ich kann jetzt auch nicht mehr reisen. Ich weigere mich zu reisen, wenn ich mit einer Maske ich muss ins Flugzeug steigen und so weiter. Und so schaffen sie die Hintertür nachher doch all das, was sie wollen. Also man kann, auch wenn man Widerstand leistet, ist man schlussendlich einfach eingekesselt in seine eigenen 4 Wände. Und man hat noch das Demonstrationsverbot gehabt, oder? Es ist ein bisschen aufgehoben. Ich meine, im nächsten Winter wird es wieder ausgesprochen. Weil man hat einen guten Grund, die Zahlen gehen hoch, wir sind nicht diszipliniert gewesen, weil der Bundesrat und die Taskforce bis heute nicht verstanden haben, dass Corona eine saisonale Angelegenheit ist. Man sagt jetzt, wir haben den Virus im Griff, wir sind diszipliniert, wir haben das gut gemacht, wir können rückverfolgen, wir machen einen super Job, der ist ein Blödsinn. Man merkt, Grippewelle kommt und man wird sie genauso wenig steuern wie die letzte, weil auch die letzte hat man nicht gesteuert, weil wenn man die letzte können steuern, hätten wir eine zweite Welle gehabt. Und die zweite Welle ist nicht gekommen, wieso nicht? Weil die Massnahmen gar nicht genützt haben, außer dass sie uns ins Elend geführt hat. So meine Meinung. Jetzt habe ich wieder ein bisschen zu viel über mich geredet oder meine Meinung. Nimmt mich jetzt noch Wunder, inwiefern du mir da widersprichst. Ich muss dir da gar nicht widersprechen eigentlich. es ist tatsächlich so, dass ich mir einfach, wie soll ich sagen, Fragen. Ich stelle einfach so viele Fragen, die einfach unbeantwortet sind. Wir werden mit
angeblichen Informationen zugemüllt, also wirklich zugemüllt, tagtäglich. Da wird irgendwie eine neue angebliche Sensation wieder kommen. Und dann wird sie ein paar Tage wieder revidiert. Man kann dem Zeug gar nicht mehr glauben. Also, das Vertrauen, was die Medien anbelangt und was die Herren Politiker und Bundesräte bringen, das bröckelt irgendwie mehr. Wie war das Vertrauen vor Corona im Bundesrat oder in Medien? Bist du dort schon hoch skeptisch gewesen oder hast du gefunden, ja, ist ein Blödsinn, manchmal was erzählt, aber im Großen und Ganzen stimmt es? Ich habe mich eigentlich dort ziemlich daraus gehalten. Also ich habe gesagt, Politik ist für die, die das wollen. Ich halte mich da daraus. Aber jetzt muss ich sagen, nein, jetzt müssen wir alle zusammen ein bisschen aufstehen, wenn wir ein bisschen vernünftig denken können. Weil was abgeht, das ist nicht normal. Also, es tut wirklich jeder Logik widersprechen. Und das ist das, was wo schlimm ist. Also, ich hatte eigentlich auch die Chance gehabt, einen guten Freund in Madeira zu besuchen. Ich habe auch gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich mache nicht in ein Flugzeug hineinsteigen. Und dann muss ich dunkel zu Madeira 12 Stunden in eine Quarantäne einen Test machen. Und dann muss ich noch so eine hohe Maske vor den Ring anlegen für Badeferien. Wenn der Test positiv ist, kannst du gar noch die ganze Zeit tun in der voilà, bis ich dann eine Woche später dann kann wieder heimfliegen kann, weil kein Flugzeug sofort heimgeht. Das kommt dann noch dazu, oder? Mhm. Und vor allem die Tests. Mhm. Wir wissen alle zusammen, wie ja sicher dass die sind und wie zugelassen dass die sind. Da hat man ja noch nichts Seriöses gehört. Ja, da weiss man sehr viel. Aber das ist ein riesiges Thema, das wir auftun. Dann ist meine Frage noch, du hast jetzt doch grosse finanzielle Nachteile durch das Ganze, was da passiert. Hast du jetzt da, dass du dich quasi da outisch, öffentlich Interviews gibst oder eben dass man als Machtfahrer dich auch da exponiert hast, hast du da Nachteile darüber aus? Sag mal, im Freundeskreis oder im Geschäftsleben? Oder bist du da relativ gut davon gekommen bis jetzt? Also es wird sicher solche geben, die werden sagen, hast du gut gemacht. Es gibt andere, die natürlich mich viel kritischer werden anschauen. Es gibt vielleicht sogar Kunden, die Mühe haben damit, natürlich, was ich mir jetzt hier geäussert habe. Also ich habe mich da sehr positioniert eigentlich jetzt. Gut, da ist der perfekte Zeitpunkt für eine kurze Werbeunterbrechung. Ich empfehle euch absolut Corona-freie Sachen aus einem Shop. Und zwar, ich muss ja schauen, wie die URL heisst. Sie heisst, erstaunlich, Gelo Gourmet, fast ein Zufall, gelogourmet.com. Ich kann das hier schnell genauer zeigen. Sie finden also alle grossartigen Sachen, produziert von einem Menschen mit Rückgrat, der selber denkt und wahrscheinlich darum auch die Rezepte nicht einfach gekluppt hat, sondern der hat da wirklich selber etwas entwickelt für alle möglichen Leute. Schaut da, für Veganer, für Dessert, für Getränke, also für Veganer, nicht zum Veganer würzen, nehme ich an, sondern das ist zum Veganer beliefern natürlich. Und dann haben wir hier Dessert-Sachen. Schaut das an, sieht doch alles fantastisch aus. Aber die Himbeeren muss man selber pflücken, das ist ja mit dabei. Aber grossartige Geschichten. Ich kann nur sagen, ich habe zwar auch einen Nachteil erfahren, beruflich, also nicht ein Haus verkaufen, bin ich der Mann für euch. Aber viel wichtiger ist Seelenwohl vom Einzelnen, von jedem einzelnen Tag, besonders in Zeiten der Quarantäne und dem anderen Irrsinn, der zur Zeit stattfindet. Was gibt es besser als 320 Gramm Schokocreme aus dem Laden von Gelo Gourmet? Das will ich, das steht schon. Die können meine Gedanken lesen. Das ist unglaublich. Ich tue das sofort in den Warenkorb rein. Und ich habe vorne, da darf ich auch noch sagen, etwas geschenkt bekommen. Also ich bin bestochen worden für die Werbung mit einer Gewürzmischung. Die wird mir jetzt gerade noch gebracht. Und zwar für Pommes frites. Die kann ich euch zeigen und die sind so gut, dass ich finde, dass es ein totaler Fehler ist, die an Pommes frites zu verschwenden, sondern die tut man am besten grad direkt. Ich kann gar nicht mehr weiterreden. Also viel besser als der Energy Drink von Attila Hildmann, kann ich sagen. Einfach ein fantastisches Ding. So gesehen, ist wirklich gut. Moment, ich muss noch mal schnell. Es ist wirklich gut für Bauch, mehr zu trinken. Das Rugli wird mich nachher lieben. Schaut das an. Genau, da ist mein Trinken. Da, das da. 14,90 glaube ich. Und jetzt einfach geschenkt bekommen. Und haben jetzt revanchieren wollen. In Form von dem absolut überzeugenden Werbeclip. Da schwimmt ein Insekt in meinem Sirup.
Jetzt haben wir einen Sirup, jetzt haben wir ein Insekt gerettet. Ich bin ein guter Mensch. So, das wird die Werbeunterbrechung sein, aber ich meine das ganz ernst. Gelo Gourmet, ich finde es total toll, Leute zu unterstützen mit Rückgrat. Und wer hat mehr Rückgrat als der Mann, der mir jetzt hier gegenüber sitzt? Haben wir noch etwas ganz Wichtiges vergessen, was dir auf dem Herzen liegt? Ja, ich möchte... Oder willst du mich korrigieren? Habe ich Blödsinn erzählt? Es war sehr amüsant. Okay. Ja, also ich glaube, sie muss auch vielleicht mit einem Pommes bei der Frau Simonetta Samaruga vorbeigehen. Ja. Vielleicht wirkt es bei deren auch, dass sie dann anfangen zu denken oder so. Wir müssen mich mal versuchen, das durch die Nase zu ziehen, aber ich glaube, das mache ich nächstes Mal. Mit meiner sehr beschränkten Koks-Erfahrung traue ich mir jetzt das nicht zu, das Intro nachher weiter fortzuführen. Aber wenn dann die Sendung fertig ist, ziehe ich mal in die Linie rein. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, kann ich den Simonetta Samaruga, den SS, auch noch etwas anbieten. Voilà, genau. Gut. Aber das ist so fein, du wirst alles brauchen. Wie meinst du? Du wirst alles brauchen. Ich werde, das ist da weg, weg, das ja. Ist klar. Ja, das wird weg, das wird weggeputzt. Nein, was ich gerne möchte sagen, hast du gesagt, oder was ich noch möchte anfügen. Für mich ist eigentlich wichtig, dass Menschen einfach ein bisschen mehr von Anfang hinterfragen. Hinterfragen und nicht einfach kritisieren oder abschießen. Also, wenn ich sehe, was in den sozialen Medien geht, das ist für mich schreckend, wie man dort miteinander umgeht. Also das, dort würde ich eigentlich so ein bisschen einen Appell machen, dass man ein bisschen die Toleranz wieder ein bisschen aufeinander zugehen, vielleicht auch mal herhören. Irgendwo, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte sein, sage ich immer. Und ja, einfach, dass man wirklich Toleranz ist, weil das habe ich eigentlich vermisst. Ja, die Spaltung wird intensiver, je länger das dauert. Genau, ich bin halt auch selber rebellisch, sehr laut unterwegs, aber es ist ja so, wenn jemand zu mir ein Interview geben, wo voll in der, nach meiner Meinung, Panik steckt, das gäbe sicher ein interessantes Gespräch. Aber es wird einfach niemand kommen. Aber das kann sich jetzt mit dem heutigen Tag ändern. Und dann sitze ich da mit jemand anderem, der mir da wirklich plausibel machen will, wieso er jetzt in Todesangst ist. Oder wieso dass er glaubt, dass andere Leute Todesangst haben, weil sie schwanger sind oder weil sie über 50 sind oder so. Ja. Dann, ja. Haben wir es für den Moment, oder? Ich würde sagen. Dann würde ich sagen, was ich sehr gerne machen würde, ist die 7 Seiten, die du da vorbereitet hast oder wo du schon bereits geschickt hast. Das ist wirklich ein Zeitdokument, was der Bundesrat alles versprochen hat. Wenn ich das vielleicht noch publizieren darf in einer der nächsten Sendungen, würden wir uns sehr freuen. Das ist so. Also von dem her gesehen, dass man sieht, was da hinterab eigentlich ausgeht und was man alles muss machen muss, damit dass man überhaupt ein bisschen zum Recht kommt. Hier. Dann machen wir zum Schluss noch ein feindseliger Akt in Corona-Zeiten und uns die Hand schütteln. Immer wieder. Ich danke dir sehr, André, dass du ins Ende gekommen bist. Sehr und gern. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich wieder einmal. Vielleicht bin ich mal im Bernischen unterwegs. Dann können wir mal dort nochmal ein Gespräch führen. Sehr gern. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns schon bald wieder. Ich gehe täglich live. Bis bald. Ciao miteinander.